soweit, dass wir starten also können. Ich habe was für die Augenbrauen und natürlich auch für die Lider. Ich möchte noch einen Look mit Marvin Magnificent Palette machen. Dann habe ich drei Looks und dann könnt ihr sie auch anschauen, wie es für euch einfach lieber ist. Brow Art, wie heißt der? Brow Pen Pro von Catrice. Der hat hier so ein, kein Spoolie, wie man es sonst kennt, sondern so ein Schwamm. Man könnte das auch super, glaube ich, für die Nasenkontur weiterverwenden. Ich werde jetzt aber den Stift testen. Den habe ich noch gar nicht benutzt gehabt. Das ist so ein dreiteiliges Teil. Sozusagen so ein dreieckiges, nicht dreiteilig. Und fange an, meine Augenbrauen nachzuziehen. Ich hoffe, ihr erkennt das, dass es nicht ganz so toll aussieht im Moment. Das verschmiert gerade nur. Seht ihr, dass es klebt so an meinen. So. Also, ja. Das war mal so eine LE und dann jetzt ist es im Standardsortimentchen. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich muss mal gucken, ob ich auch im Bilde bleibe. Es ist mir etwas zu wachsig. Ich hoffe, ihr erkennt das. Das ist so ein bisschen... wie Wachs ist irgendwie. Da hängt auch ganz schön viele Haare dran, sag ich mal. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe auch eine Nummer Brown Pro 0, also 10 Ash Brown genommen, weil die andere war mir ein bisschen zu braun, zu rot. Naja, es fühlt sich sehr seltsam an, das hier so zu machen. Mit diesen Spoolie da. Aber wir bleiben jetzt erstmal so, wie wir sind. Ich hoffe, es ist auch... Ja, so von Weitem geht es eigentlich. Gar nicht mal so verkehrt, sage ich mal. Gar nicht mal so verkehrt, aber da sind auch nur 0,23 Gramm drinne. Wenn ich ihn ausdrehe, ist zwar viel Produkt, aber ich musste gerade eben schon mal nachdrehen. Und man sieht, was ich jetzt verbraucht habe. Ja, für zwei Augenbrauen weiß ich nicht, ob das sich so rendiert. Ich bin immer noch mit meinem stinknormalen Stift eigentlich zufrieden. Er macht genau das, was ich möchte. Er macht schöne Augenbrauen und mehr brauche ich nicht. Und er hält ewig. Ewig und drei Tage. Ich benutze ihn, glaube ich, schon dritten Monat jetzt durchgehend. Und ich habe immer noch was davon. Ich benutze jetzt mal einfach Fixierung für die Augenbrauen. Ich glaube, der ist auch immer ein Projekt, oder? Ich bin mir gar nicht mal so sicher, was ich da schnell reingesteckt habe. Ja. So. Ja, also das sieht schon mal ganz nett aus, sag ich mal. Etwas, was ich mit euch jetzt gerne ausprobieren würde, ist nochmal diese Blushing in Bali Palette, weil ich mir gerne die andere zulegen würde. Ich muss sagen, wunderschöne Highlighter und sowas. Wir werden jetzt aber den Blush mischen, diese zwei oder diese zwei. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wohin es uns führen wird. Ich habe mein Handy abgeholt gestern. Ne, wartet mal. Ich habe es am Freitag abgeholt. Donnerstag abgeholt und heute ist Montag, habe ich es erst angemacht, weil meine Handyhüllen gekommen sind. Es nimmt sehr gut Pigment auf. Wirklich sehr, sehr schön. Mir gefällt die andere Palette natürlich auch und die hätte ich gerne von BH Cosmetics. Jetzt wollte ich einfach gucken, wie es nochmal ist. Ja,
tolle Palette. Wirklich zum Empfehlen. Die Highlighter sind. Lalala, I love you, baby. Lalala, I love you, baby. Also, wenn das nicht Wumms ist, dann in your face. Dann habe ich keine Ahnung, was Wumms in your face ist. Ja, richtig, richtig gut. Finde ich. Und jetzt fangen wir aber auch an mit den Augen. Und zwar habe ich gestern einen ganz, ganz schönen Look kreiert, der mir sehr gut gefallen hat. Mit der Marvin Magnificent Palette. Ich denke, dass ich den heute nachschminke. Das ist so ein leichtes Tages-Make-up. Wir waren zum Beispiel auf dem Mundenhof. Kennt das jemand von euch? Kommt jemand aus Freiburg? Das ist, man zahlt eigentlich Parkgebühr und kann dann so Tiere angucken. Paar verschiedene. Und man kann da einfach auf dem. Ja, es kostet 5 Euro. Parkgebühr für den ganzen Tag und man läuft dann da rum und es ist nicht schlecht. Also ja, wir waren da 2 Stunden, dann hat es angefangen zu regnen. Es war total schön eigentlich, dass es angefangen hat zu regnen. Hat mir sehr gut gefallen. Wir wurden alle pitschnass, war aber lustig und es hat mir sehr gut gefallen, dass wir nass geworden sind. Ja, ich habe angefangen gestern mit diesem Ton hier. Das ist so ein schöner Peach. Und da gehe ich ordentlich ins Produkt rein, klopfe auch nichts ab, damit schön Produkt am Auge hängt. Passt super nämlich zu meinem Nagellack, den ich übrigens von der Jenny Schlosser habe. Richtig geil. Ich wollte mir den schon immer mal angucken, aber die Orly-Lacke sind einfach so teuer. Und im Mini habe ich nichts gefunden, weil von China Glass bin ich nicht mehr so angetan. Es waren so meine ersten Neonlacke nach einem von Essie. Ja, ich war nicht ganz so angetan, muss ich ehrlich sagen. Das war so meine Grundlage. Dann habe ich einen Henley-Lidschatten genommen. Ich guck mal, was hier los ist. Dann habe ich einen Henley-Lidschatten genommen. Und zwar diesen weißen Matten hier. Und habe mir den jetzt unter die Augenbrauen gepackt. Zum Ausgleich. Ne? So, dass man einfach ein bisschen. Ja. Meine Augenbrauen sehen nicht ganz so toll aus. Ich hoffe, ihr erkennt, das ist so ein bisschen matschig, sieht es aus. Und es gefällt mir irgendwie so gar nicht. Und dann habe ich einen großen Pinsel genommen. Da ist er ja. Da seht ihr noch die Farbe von gestern. Bin hier auch in das Produkt reingegangen. Habe auch nicht abgeklopft und habe das einfach so klopfend eingeblendet. Damit schön viel heller Lidschatten. Das waren früher so meine Looks. Die ich super gerne, immer dieses helle auf dem beweglichen Lid. Hat mir super gut gefallen, mache ich zurzeit nur Schimmer. Aber ich habe das eine Zeit lang wirklich nur mit Matten gemacht. Mattentönen und es war toll. Konnte mich da nicht beklagen. Gehe ich nochmal in diesen Peach-Ton rein. Wunderschöne Palette übrigens. Wirklich. Und trage mir dann einfach mal auf. Und das, was ich jetzt hier abgetragen habe, das trage ich einfach gerade nochmal auf. So, dann habe ich so einen Pinsel hier genommen. Der ist jetzt zum Beispiel von W7, ist einer meiner liebsten Lidschattenpinsel, muss ich sagen. Hier steht auch nichts drauf. Einmal habe ich einen Concealerpinsel aus Versehen bestellt und einmal einen Lidschattenpinsel. Und was ich gemacht habe, ist einfach in den Schimmerton hier, in den hier, ganz, ganz tolle Farbe, fast schon wie ein Topper, habe das dann angesprüht. So ein bisschen und habe mir das dann in den Innenwinkel eingetupft. Und mein Freund war so begeistert von diesem leichten, dezenten Look. Leider wollte ich noch einen dünneren Lidstrich als gestern ziehen. Ich habe auch kein Foto gestern gemacht oder doch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die Schminke gesessen, trotz Regen. Weiß nicht, was mit der Foundation ist. Aber es kommt sehr, sehr krass raus hier, dieser Lidschattengedöns. Also nur hier in den Innenwinkel, ne? Mehr nicht. Also
Dann habe ich es hier noch ein bisschen reingezogen. Und dann bin ich so ein bisschen in die dunklere Farbe gegangen. In dieses Braun hier. Und habe das nur so am unteren Wimpernkranz aufgegeben. Wenn man auch so guckt, kann man den... Ja, das war es eigentlich schon. Lidstrich gezogen und ich war ready to go. Wir tragen uns jetzt aber erstmal einen Highlighter auf, den ich noch nicht drauf hatte. Und zwar diesen Peachigen hier. Und gucken, was passiert. Ich klopfe erstmal ab, weil es beinhaltet doch leichte Glowpartikel, die etwas größer sind. Aber der Highlighter ist einfach Bombe. Der verschmilzt richtig schön. Mit dem Blush. Also es sieht gut aus. Ja, zum Augen-Make-up wirklich easy peasy. Ihr könnt machen, was ihr wollt, sozusagen. Damit ihr seid einfach schnell fertig. Es sind 11 Minuten, aber wir sind fast fertig. Das ist der Wahnsinn. Und dann ziehe ich mir einfach einen dünnen Lidstrich. Ohne Wing. So. Ich bin fast fertig. Da möchte ich noch eine neue Mascara austesten. Und zwar ist es die Lash Princess Mascara in Wasserfest. Meine liebste Wasserfeste ist nicht mehr ganz so gut, muss ich sagen. Deswegen testen wir die hier. Weil die sortiere ich dann demnächst aus, passend zu meinem Nagellack. Und ja, ich liebe die Lash Princess in Grün. Die rosane fand ich, also dieses Lachsfarbene, fand ich nie so richtig schön. Muss ich ehrlich gestehen, so richtig schön schwarz war sie nie. Die hier ist richtig schwarz und gibt richtig tolle Wimpern. Also es gefällt mir schon mal vom ersten Auftrag, wenn sie dann noch ein bisschen trockener wird. Ich hoffe, die stempelt jetzt nicht extrem ab, weil sie noch so feucht ist. Feucht und frisch. Der Highlighter bammt in mein Face. Also der ist richtig, richtig schön. Und so ungefähr bin ich rumgelaufen gestern und war stolz wie Harry. Also... Hat mir sehr gut gefallen, dieser Look. Und ja, also von mir hat die Palette auf jeden Fall alle Däumchen nach oben. Ich habe 4 Stück, also meine Daumenzehen und alle Finger. Also ich kann euch auf jeden Fall, meiner Meinung nach ist die Palette nicht schlecht pigmentiert. Sie hat auf jeden Fall was drauf. Sie ist, finde ich, auch was für die ältere Frau. Also es ist jetzt nicht so, dass nur dass er damit nur irgendwelche Kindies mit 13 Jahren damit animieren wollte, sie zu kaufen, sondern wirklich gut durchdacht. Schön Basic-Töne und ja. Wer jetzt zum Beispiel kein Krümeln mag, der sollte vielleicht die Palette danach benutzen, aber sie krümelt wenig, wenn man es abklopft. Wenig, also wenn man zum Beispiel, ja, wenn man vorher einfach sein Gesicht nicht macht, sondern wie andere normalos, erst die Augen, nicht so wie ich. Ich mache immer mein Gesicht zuerst, gefällt mir einfach besser. So, und für meine Lippen habe ich nichts Großartiges. Da benutze ich jetzt einfach mal ein. Wie kommt schwarze Farbe jetzt auf mein Kinn? So, das Weiß war weiß. So, das war's auch. Das ist mein Go-To-Look. Die Mascara ist echt nicht schlecht. Also schaut mal, sie verklebt. Ja, wenn man das gar nicht mag. Ich mag das genauso. Man kann nur keine zweite Schicht, finde ich, irgendwie auftragen. Und diese eine Wimper, die weiß auch nicht, wohin sie geht. Ja. Ansonsten eigentlich ein ganz, ganz solider Alltagslook. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sagt mal, habt ihr die Palette geholt? Also ich habe jetzt lange damit gewartet. Ich habe mir auch gar nicht so viele Reviews angeguckt. Ich wusste, dass ich sie mir kaufen werde. Wann war nicht klar. Da wollte ich sie finanziell einfach nicht mein Geld dafür investieren. Jetzt war ich ein bisschen flüssiger, sage ich mal, für ein Palettchen. Ich wollte ja auch nach Hamburg zu Mami und
alles ein bisschen spontan und ja, wollte jetzt nicht unnötig noch eine Palette kaufen, die ich eh zu Hause gelassen hätte. Deswegen nach Hamburg dann und ganz, ganz tolle, schöne Palette. Meiner Meinung nach hätte er auch zwei Paletten draus machen können. So ist es auch okay. Aber müsste nicht unbedingt sein, ne? Ganz, ganz tolle Qualität. Ganz, ganz tolle Lidschatten. Auch die Glow-Produkte. Ich habe jetzt bisher drei Highlighter getestet und bin restlos begeistert von der Qualität und wie sich das auch mit dem Gesicht verbindet. Das tut es wirklich sehr, sehr gut. Also man sieht nicht, dass sich nur da oben Highlighter aufgetragen, sondern es wird so groß. Es liegt nicht oben drauf wie bei vielen. Ist mir aufgefallen, die machen das nur da oben, aber verblenden es nicht. Und ich liebe diesen richtigen Glow. Absolute Kaufempfehlung. Wer die noch nicht hat, Halleluja, ab auf die Tasten. Ich denke auch nicht, dass die irgendwann mal reduziert wird, vielleicht in 5 Jahren oder so. Aber deswegen habe ich sie mir auch so gekauft. Und für 22 Gramm kann man nicht meckern. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten. Ciao!